Und damit wieder ein Herz willkommen bei Grim Legends. So, den Spiegel noch hier hin. Und da haben wir das Ding für das eine Buch. Und unsere komische Pflanze. Und da ist noch so eine Fee oder irgendwas. So. An das Geweih kommen wir noch immer nicht. Und was zum Graben haben wir auch noch immer nicht. Naja. Dann öffnen wir mal hier, ne? Mit dem Krähenemblem. October 23rd. He proposed and I said yes. A young noble and a simple village girl. It's like a fairy tale. October 25th. His family is against us. But we don't care. We will meet tomorrow in the woods and leave this place for good. I'm so excited. October 29th. He didn't come. I went to the castle, but they told me he wouldn't see me anymore. I was only some toy of his. All his professions of love. They were all lies! Curse you and your heartless kin! Who's that? Yes. Yes, I see you as I see all. Yes, your disgrace will be avenged. Dum dum dum! No, I... The pact is sealed. The price will be paid. I shall return to claim your own blood. What have I done? Okay, okay. Was für eine schauerliche Geschichte. So. Es fehlt noch immer das Hirschgeweih und was noch irgendwas. Und das, die Alraune natürlich. Klar, uns hat die Angel gefehlt für das Hirschgeweih. Ho, 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 ho. Und da haben wir auch das Ding für die Alraune. So fügt sich alles hier zusammen. So. Ja, mit Hilfe des Rezeptes das Ding hier herstellen. Also. Was? Ein so Ding reicht, damit es 7 der Dinger sind? Okay. So. Bin ich auch zufrieden, wenn das alles so einfach. Oh nein, hier muss ich dich wieder dahin machen. Wie kriege ich da jetzt 3 raus? So. Also wenn das gleich ist. Das
Das wäre dann 7. Oder auch nicht. Ha. Das ist 7. Das wäre nur 5. Das ist gleich mit 5. Jetzt ist gleich mit 7. Ha. Jetzt ist 5 leichter, weil es 7 ist. Ich habe absolut keine Ahnung. Das ist 2. Das sind wir uns einig, dass das 2 ist. Wie kriege ich denn... Jetzt legt er genauso viel drauf für 5. Das macht mich gerade ein bisschen kirre. Jetzt haben wir 5. Wie kriege ich 3 hin? Wie kriege ich 3 hin? Kann man nicht jetzt wieder schön, dass wir unendlich aber dieses Kraut haben. Bin ich gerade zu dumm? Stell mit Hilfe des Reps die heilende Salbe her. Ja, gut. Würde ich gerne. Okay. Ja, klar. So kriege ich 3. Ich wusste nicht, dass ich das Gewicht auch rüber kann nehmen. So. Wieder zum Bären. Wenigstens nicht 10.000 Spuren folgen. Please, hurry. Give me the salve. Ach ja. He needs to rest a while, but we'll be okay. I don't know how to thank you. I'm so happy we met. Now go and find your sister, dear. I have to take care of him. But I'll try to find some way to help you. Okay. Jetzt kommen wir hier raus. Und treffen wieder von einem Rätsel ins nächste. Packen das erste Ding an, was wir sehen. Hier, ne, eine Lunte. Eine nasse Lunte. Plus, keine Ahnung, Schießpulver. Macht's. Oder so.
Vollmond, Vogelnest. Oh, ich wollte eigentlich da drucken, aber gut, dann haben wir den Giftpilz auch gefunden. Eidechse. Becher mit Wein. So. Okay. Pfote. Helm. Da. So. Krone, Libelle. Pfote, Blitz. Die Axt ist stumpf. Ah, Libelle. Kugeln haben wir jetzt auch. Eidechse. Da haben wir auch die Eidechse. Fofofote. Blitz. Krone. Die Axt ist stumpf. Das ist schön für die Axt. Ah, hier. So. Krone. Vollmond. Auch vielleicht auf so einem Ding. Da ist eine Krone. Pfote, Blitz, Vollmond, Blitz, Futter, Blitz, Futter, Blitz, 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 Futter, Blitz, Blit
Nützlich gefundene Axt. Zoomen. Ja, okay. Wir haben Handschellen gefunden. Ist ja aber auch schon nicht schlecht, ne? Was nützliches gefunden? Schießpulver. Mit den Handschellen können wir doch... Hätte ja sein können. Na gut, dann eben nicht. War hier sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht. War hier noch was? Nö, ne? Ich glaube, in der Bibliothek war auch nichts mehr. Hier war nur das Ding. Ja, hier war noch das Ding. Ja, dafür könnte man auch die Handschellen natürlich gebrauchen. Nehmen wir mit. Hier, will ich auch mitnehmen. An dem Schwert fehlt ein Griff. Ja, dann nehmen wir das andere mit. So, Problem gelöst. Nehmen wir auch mit. Wieso auch nicht? Böses ist im Busch, der Typ, ne, mit seinen leuchten Augen. Pack ein, Mädchen. Oh, nein, das ist doch nicht zum Einpacken. Natürlich. Oder auch nicht. Ups. Ach so, ja gut. Der Schwertgriff wurde noch nicht fertiggestellt. Aber so. 23. Oktober. Ich gab ihr den Ring meiner Großmutter. Einen wunderschönen Ring. Für eine wunderschöne Frau. Meine Familie wird unsere Liebe niemals dulden. Doch das ist nebensächlich, denn bald sind wir hier weg. 26. Oktober. Wie konnte meine Mutter unsere Pläne entdecken? Sie haben mich in den Turm gesperrt und Wachen vor der Tür postiert. Sie lassen mich... Sie nicht sehen. 14. November. Ich habe einen uralten Geheimgang aus dem Turm herausgefunden. Heute Nacht werde ich es versuchen, mich herauszuschleichen und mit ihr zu reden. Dann werden wir gemeinsam fortgehen. Niemand würde uns aufhalten. 15. November. Ich weiß nicht wie oder warum, aber im Wald habe ich mich in einen Bären verwandelt. Jetzt schreibt der Bär Tagebuch. Dann sah ich meinen Vater, der von der Jagd zurückkehrte. Seine Pferde scheuchten und warfen ihn ab. Wobei er sich das Genick brach. Ich habe ihn nicht geliebt. Und er verabscheute mich. Doch ich wollte ihm nichts Böses tun. Ich kann sie nie wiedersehen. Wenn ich sie aus Versehen verletzen könnte. 25. November. Die Tage vergehen. Die Verwandlungen sind häufiger. Ach so, er hat sich wieder zurück in einen Mensch verwandelt. Ah.
sind jetzt häufiger und mit jedem Mal wird die Zeit, die ich in meiner zweiten Form verbringe, länger. 27. November. 27. November. Ich halte es nicht länger aus. Ich muss es ihr sagen, wie sehr ich sie liebe. Ein letztes Mal. Ich muss Lebewohl sagen, bevor ich mich auf ewig in jene Beste verwandle. Ganz klebrig. Das finde ich gut, dass wir hier was Klebriges rumliegen haben, mit dem wir nichts anfangen, oder wie? Oh, das nächste Rätsel. Yay. Nach dem Rätsel werden wir dann auch wieder einen Schnitt machen. Drehe die rechteckigen Stücke, damit die Farbe durchgehende Linien bilden. So. Ich würde sagen, wir fangen... wie immer an Ecken an. An Ecke nämlich anzufangen, ist eigentlich meistens sehr gut. So. Okay. Also das Rätsel sah komplizierter aus, aber ich glaube, das ist nicht ganz so kompliziert, wie es aussieht. Jetzt suche den Fehler. So, Fehler gefunden. Und noch mehr zu lesen, obwohl ich einen Schnitt wollte machen nach dem Ding. Aber okay. Mein Liebling, jede Nacht schaue ich aus dem Fenster in der Hoffnung, ein Zeichen zu erblicken, welches mir sagt, dass ich dich an der Windmühle treffen kann. Ohne dich sind die Tage so leer. Es ist furchtbar, dass wir unsere Liebe geheim halten müssen. Ich möchte unser Glück in die Welt hinausrufen. Ich liebe dich. Wie romantisch sie waren, in beide Ohren verliebt. Ja, okay. Mein Liebling, ich kann es kaum erwarten, deine Frau zu werden. Und du hast recht. Wir müssen es heimlich tun und diesen Ort verlassen. Nur so können wir dem Gerede und dem Zorn deiner Familie entkommen. Wir müssen einen Ort finden, an dem wir glücklich sein können. Anbei des Porträts, um das du gebeten hast. Sie war sehr hübsch. Mich interessiert also nur der Schlüssel. Den ich nicht dafür nutze, okay. Hierfür anscheinend auch nicht. Sonst ist hier, glaube ich, nichts mehr für uns. Okay, doch, hier ist noch ein Bild. Könnte dies eines Porträts des jungen Schlossherrn sein? Und könnte das ein Stück Faden sein, den wir hier in den Kleber tunken?
So. So, zieht dem Wären die Kugel an. So. So, wir haben eigentlich... Ah nein, wir haben noch nichts zum Stopfen. Ah. Das finden wir dann jetzt bestimmt hier, ne? So. Da ist der Morgenstern erscheine. Eine Kette muss ich finden. Eine Kette. Finde ich. Ich habe da eine Kette gefunden, aber er will ihn nicht da dranhängen. Morgenstern erscheine, verschwinde mal wieder. Dann suchen wir zuerst mal den Rest hier. Was machen wir damit? Geben wir dem Engel. Eine Raupe, die lag... Hallo, ich habe voll drauf geklickt, Leute. Ein Horn, das ist hier... Eine Speerspitze habe ich noch nicht gesehen, ein Gürtel auch noch nicht, eine Feder. Das ist ein Ritterhandschuh. Eine Feder, eine Feder, eine Feder. So. Und so. Eine Quaste, Quaste, eine Speerspitze. Und für den Engel noch ein Flügel. Gürtel, Lilie. Das ist eine Lilie. Da ist eine Feder. Da ist ein Gürtel. Ein Ladestock. Sehr interessant. Das ist ein Ladestock. Das ist eigentlich doch eigentlich schon das Ding, was wir suchen, oder? Es fehlt noch ein Flügel, den ich nicht finden werde. Die Speerspitze. So, eine Quaste und der Engel. Hier, da, Flügel. Ich mache mal mein ähnliches Spiel hier, weil ich gerade keine Ahnung habe, wo das Ding ist. Wow, ich bin so super. Das war die Quaste. Ich habe aber noch so eine Idee. Jetzt haben wir sogar eine Axt hier, ne? Bam, diese Action, ne? Ich wollte wieder vor einer Stunde oder so ein ich wollte keinen Hinweis. Gut, dann würde ich sagen, mache ich hier einen Schnitt. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Grimm Legends. Tschüss. Within the shadow of an ancient forest, on the bottom of the foggy valley, stands a lonely village of Ravenbrook.
There lives the folk, cheerful and diligent, yet warily superstitious. For on the other side of the forest, there lies a seemingly bottomless pit known as the Abyss. This is the place the villagers fear most, especially at night. The beast has killed the young master! Those fools went into the forest while the moon is full.